Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Structure Deck Showdown, dem Fun-Projekt, wo ich mir ein altes Structure Deck nehme, mir einen guten Freund einlade, wir ein bisschen über das Deck palavern, ein bisschen in Nostalgie schwelgen und danach uns mit, in diesem Fall, Dinos gegenseitig aufs Maul hauen. Ja, heute gibt es das Structure Deck Dinosaurs Rage und mein Gast heute ist der gute Ali. Moin Moin. Ja, schön, dass du dabei bist, Ali. Für alle, die dich hier nicht kennen, was hier jeder sein sollte, wenn er nur meinen Kanal verfolgt, wer bist du, woher kennen wir uns und was ist so deine Historie mit Yu-Gi-Oh? Also ich bin, wie schon gesagt, der Ali und ich war, wie Philipp auch, in dem RTS-Sonderposten, haben da Yu-Gi-Oh gespielt früher. Auch wenn wir uns dort zu der Zeit ja auch nicht wirklich kennengelernt haben, war ich da trotzdem öfters spielen, er war auch spielen. Und als ich, das war halt früher in der Kindheit, dann habe ich mehr oder weniger eine Pause gemacht, so Ende 5Ds. Ich habe auch ehrlich gesagt nur Casual gespielt, nicht ansatzweise Competitive. Und dann habe ich durch Freunde wie Simon oder mein Cousin Emre die Competitive-Szene für mich neu entdeckt in, wann war das, 2016, glaube ich, wieder. Und dann habe ich angefangen, Turniere zu gehen und unter anderem meine erste Regional, die ich hier besucht habe, glaube ich, in Detmold mit Philipp. Stimmt! Unter anderem. Ja. Also, das war meine erste Competitive, also das war meine erste Regional, die ich jemals gespielt habe. Da habe ich Gradle Kaiju gespielt. Und du hast besser abgeschnitten als Simon. Ganz. Und ich habe besser abgeschnitten als Simon, by the way, wegen mein Freilos. Das musst du jetzt hier nicht sagen, aber du hast besser abgeschnitten als Simon. Das ist alles, was zählt. Ja, und da habe ich dich auf jeden Fall kennengelernt da. Bin auch direkt in diese RTS-Gruppe gejoint, die wir anscheinend hatten, die WhatsApp-Gruppe. Und ja, von da aus kennen wir uns dann, ne? Ja, genau. Also ich war ein bisschen früher competitive aktiv als du. Wir sind ja auch ein paar Jahre auseinander. Und ich glaube, deine erste deutsche Meisterschaft hast du dann 2017 gespielt, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Da warst du doch dann mit dabei. Da war Daniel ja auch mit. Da hat man eine... Genau. Und dann warst du noch... Also du hast ja ein paar große Turniere gespielt. Du warst bei der YCS Utrecht mit dabei. Wenn ich mich richtig erinnere. Utrecht war ich dabei, genau. Die 200. Dann... Ich habe auf jeden Fall einmal eine DM Bochum mitgenommen und einmal eine YCS Bochum. Dann hast du die YCS 2018 noch gespielt, da waren wir ja alle da irgendwie. Genau. Und dann gab es noch eine Regional, glaube ich. War das da auch Bochum da neben dem Kino? Da warst du, glaube ich, auch dabei mit Simon. Ah, du warst auch bei dieser schrecklichen Regional im Kino. Da haben wir auf diese Billardtischen gespielt. Yu-Gi-Oh! Also das war wirklich, also Yu-Gi-Oh! Auf Billardtischen spielen macht keinen Spaß. Das war das schlimmste. Das war auf jeden Fall eine andere Erfahrung, ja. Dünnste Turnier meines Lebens, da warst du ja auch mit dabei. So, ja, wirf mal die Karte, ja. Ich will den Effekt mal kurz durchlesen. Ja, also wirklich. Sie rüber. Das war wirklich so. Also man saß wirklich so solide 3-4 Meter von seinem Gegner entfernt und wenn du eine Karte nicht kanntest, wurde die rübergeworfen. Das war. Und man saß halt auf diesem Barhockern, das war schrecklich. Das war einfach nur schrecklich. Das war einfach Katastrophe. Ja, da durfte ich auch direkt gegen Simon spielen von meinen wenigen Matches, die ich da hatte. Da habe ich auch gegen Simon gespielt. Wir haben letzte Runde gegeneinander gespielt. Ich habe gegen ihn verloren und er hat dann gebabbelt. Er ist Neunter geworden, es gab Top 8 und mein Tablet war besser als seiner, aber ja, kann man nicht ahnen, ne? okay, und was sind so Decks, die dich im Laufe deines Yu-Gi-Oh!-Lebens geprägt haben? Und was sind so deine Lieblingsdecks? Auf jeden Fall angefangen habe ich ja mit meiner Nachbarschaft wie Yu-Gi-Oh! Gespielt und da haben alle Haufen gespielt, sag ich mal, nenne ich es mal. Einfach so 1-9er Beatsticks, viele Battle Traps, 2-4er Level Deck Monster und das war einfach. das ist so das erste Deck, was ich so wirklich gespielt habe, wenn man das Deck nennen will. Archetype-mäßig fand ich halt Morphtruss richtig cool. Das ist halt so mein zweites Deck. Mein zweites Archetype-Deck, was ich hatte, mein erstes war Gravekeeper. Das war auch ganz cool, aber das war nicht ansatzweise competitive ausgelegt, wie früher die Decks da waren. Ich habe da echt schlechte Karten gespielt, das weiß ich noch. Und ja, wie gesagt, Morphtro, von meinem Cousin habe ich das gesehen. War mega cool. Und dann
Blackwings war auch, also viele 5Ds so Sachen. Hm. Das waren primär so die Sachen, die mich geprägt haben. GX fand ich noch E-Heroes cool, auch wenn ich das nie wirklich so spielen konnte. Also das Deck, womit ich dich am allermeisten verbinde, ist Fluff. Und, ja genau, halt so die neue Ära. Hm. Da, wo ich meine Competitive-Phase gestartet habe, ist halt auf jeden Fall Fluffle. Hm. Mega cool, mega tolles Deck gewesen. Leider nicht ansatzweise spielbar wie, keine Ahnung, irgendwas anderes. Naja, derzeit. Die beste Karte in dem Deck wurde ungefähr 3 Jahre zu spät released, das Patchwork. Ja, genau, Patchwork kam einfach leider viel zu spät. Ja. Und, aber was ich auch, diese Lightsworn habe ich auch da für mich neu entdeckt, in der, mit meiner Competitive-Phase. Das ist das Minerva-Sworn, als Minerva dann gereprintet wurde, ne? Ja, genau, das habe ich dann auch gespielt auf, war das, ich glaube, YCS, auf der YCS Bochum. Hm, genau, da hast du das gespielt, das weiß ich auch noch. Das Deck hat sehr Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das war auch cool. Und dann hast du. Das finde ich auch so Lightsword als Archetype eigentlich ganz nett. Was ich auch noch weiß, ist, dass du auf einem kleinen Turnier in Paderborn hast du Monarch gespielt. Und zwar. Stimmt. Zusammengeschmissen, stimmt. Also das Monarch Structure, zusammengeschmissen aus dem Monarch Pool von Simon und mir. Und seitdem haben wir es nie wieder hingekriegt, unsere Monarch-Karten vernünftig voneinander zu trennen. Also wir haben dir halt irgendwie ganz. Wir haben dir die Karte geliehen und danach wusste niemand mehr, was in Simons Karte ist und meine Karte. Voll Bullshit, aber. Ich weiß, ja, und während der Autofahrt wurde ja noch erklärt, wie ich Monarch spiele, halt. Und, ach, stimmt. Ich weiß, das war. Das habe ich voll vergessen, dass ich Monarch gespielt habe. Das war ja, nachdem es ein bisschen schlechter wurde und das war ja, ich habe ja ein halbes Jahr sehr aktiv Monarch gespielt, habe damit ja DM und EM gespielt, auch beide Tag 2. Also ich war sehr in dem Deck drin. Und dann weiß ich noch, erste Runde Paderborn sehe ich, wie du eine Monarch Mirror mit bist. Und ihr wart einfach beide so schlecht. Und ich saß da einfach nur und wollte meinen Kopf auf den Tisch hauen, permanent. Das war. Oh, das war so schrecklich. Da habe ich ja irgendwie nach dem Match, habe ich dir irgendwie 4 verschiedene Interaktionen erklärt und du warst so. Oh, wirklich? Das geht? Also zum Beispiel, dass man, das weiß ich noch, du hast Monarchs Return liegen gehabt, beschwörst einen Monarch und der strikte den Monarch. Also von dem Strike. Und dann habe ich dir danach erklärt, dass man sich die Kette so legen kann, dass der Monarch Channeling 1 ist und die Return Channeling 2 und dass du nicht gestrikt werden kannst. So solche Sachen. Stimmt, ja. Ja gut, aber sowas, boah. Ja, wenn man eben casual spielt und das Deck nie in der Hand gehabt hat, das kann man ja auch nicht verlangen. Aber gut, soviel zum allgemeinen Palaver. Dinosaurs Rage. Du hast dir dieses Deck ja ausgesucht. Was hat dich dazu bewogen, dir dieses Deck auszusuchen? Eigentlich, weil Dinos sind einfach cool. So, muss man auch einfach sagen. Sind einfach cool. Auch wenn ich das selber früher nie so wirklich gespielt habe. Ich hatte da halt diesen 1.9er Sabersaurus. den habe ich in meinen Haufen gespielt. 1.9er Beatstick, den nehmen wir mit. Aber, oder diesen Black Stego. Den habe ich auch früher gespielt, 2000er Dev. Aber das sind halt einfach coole Karten dabei, ne? Auch Baby Cerasaurus, Alter, das sind einfach coole Karten. Die erinnern mich halt an die Kindheit. Die hat man immer so bei anderen Leuten immer gesehen. Hm. Man hatte auch immer selber welche, genau wie Hydrogeddon. Das sind einfach so Karten, die mich direkt Nostalgie erwecken, finde ich. Ja, cool. Also Nostalgie ist der Sinn des Projekts, ja. Aber das Structure Deck selbst hast du nicht besessen? Nee, leider nicht. Okay, also das war... Das erste Structure Deck, was ich jemals gekauft habe, war das Zwilling Structure Deck. Oh, okay. Das dauert ja noch ein bisschen, bis das kommt. Ja. Wenn du dir jetzt so das Deck anguckst, was glaubst du, was für eine Art Match wird das? Also ich glaube, das wird irgendwie, ich leg Monster, lauf über deins, du legst Monster, du läufst über mein, oder das machst du irgendwie. Also das wird, glaube ich, sehr, ich leg eine Karte Set, du legst eine Karte Set, also das wird, glaube ich, irgendwie so, ich glaube, sogar ein bisschen längeres Match auf jeden Fall. Okay, also ein sehr simplifiziertes Beatdown-Match, meinst du? Was ja, das glaube ich irgendwie. Was sind so Karten, wie du glaubst, die eine große Rolle spielen werden? Ich glaube, der 1.9er Beatstick könnte auf jeden Fall relevant sein. Der Sabersaurus, ja. Hydrogeddon könnte okay kommen, aber
Irgendwie spielt man den nur zweimal, ist komisch. Ich glaube, den Babysitter da, ich weiß gar nicht, ob wir das. Ob der Effekt irgendwie aktiviert werden kann. Bestimmt kann man den. Dann bei vielleicht durch Lightning Vortex, aber keine Ahnung. So. Ja, also ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich kann mich an dieses Deck auch nicht mehr so erinnern. Also das ist wieder so ein Deck, da sind nicht so viele gute Staples drin wie in den anderen Structures. Ich habe jetzt ja den Vergleich, aber in den anderen Structures waren Karten drin wie TT, wie Snatch Steel, wie Cremator Burial, wie Compulsory. Und hier ist halt außer Storm, MST und Blitzeinschlag eigentlich keine guten Staples drin, auch keine guten Fallenkarten. Also das könnte auch ein Match mit vielen toten Karten sein. Aber hast du noch irgendwelche letzten Worte, bevor wir jetzt gleich ins Match gehen? Ja, große Evolutionspille. Ich glaube, die wird auch noch relevant. Also, ich glaube, die könnte ich auch noch sehen. Ja. Dass sie noch irgendwie noch was macht. Ja, doch. Also, wenn ich hier, wann dann, ne? In welchem Deck dann? Okay. ich freue mich auf das Match. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann jetzt sofort im Match wieder. Und da sind wir auch schon wieder im Match. Was ich noch vergessen habe zu erzählen ist, wie bei den anderen Structures auch, wurde nur eine Karte komplett neu released. Das ist der Superconductor Tyranno. Alle anderen Karten sind einfach nur Reprints gewesen. So, du darfst gerne auswählen. Ja, nimm mal die Schere. Deine Schere schneidet mein Papier. Genau, für alle, die jetzt gerade ihre erste Structure Deck Showdown gucken, wir spielen immer mit der Master Rule, die gültig war, als das Deck released wurde, sprich in dem Fall die alten Regeln, 6 Handkarten zum Start, man darf nur eine Field Spell kontrollieren und Monster mit Ignition-Effekte können dafür ihre Turn-Player-Preview nutzen. Ja, dann darfst du eine 6. Karte ziehen und gerne beginnen, Adi. Ich bin sehr gespannt. Genau. Ah, das ist auf jeden Fall eine wilde Hand. Schon mal, ehrlich gesagt. Direkt des Saberzaurus. Direkt des Saberzaurus. Okay. Ja. Gut, dann werde ich auch direkt erstmal meinen Zug. Direkt des Saberzaurus Pass. Das ist natürlich schön. Da brauche ich auch, ehrlich gesagt, nicht. Ah. Ja, so ein 1-9er B-Tick ist halt schon ziemlich stark, ne? Glaube ich auch. Bin ich ganz ehrlich mit dir. Ist schon ein bisschen zu stark tatsächlich, bin ich ganz ehrlich mit dir. Dann darfst du. Gut, dann... mal jemand eine Normalbeschwörung. Ja, boah, die Staples sind echt schlecht in diesem Deck. Also das ist ganz, ganz furchtbar. Ja, okay, Gilasaurus. Dann gehe ich in die Battle Phase und greife dann auch direkt mal an. 1-4. Und 1-9. Okay. Schade, dass du ihn nicht bezahlt beschworen hast. okay. Ja. Ja, in meiner Situation war es eigentlich egal. Sag mal so, für mich wäre es nicht egal gewesen. es ist schon gleich eine Position, in der ich nicht sein will. Das könnte hier ganz schnell vorbei sein. Nomisan Oxygedon. Okay. Attack über den Gilasaurus. Ja, dann kriege ich 400 Schaden. Warte mal. Oh, das ist ja voll Combo. Das ist ja voll Combo. Moment. Moment. Nee, dann darfst du erstmal. Okay. Ja. Effekt von Oxygenon ist der randomsten Effekt überhaupt. Der macht halt Sinn von dem Theme der Karte, aber wann triggert der mal? Aus seinem Anime. Ja. Mal sehen, wie. Ob du versuchst, mein Heavy Storm zu baiten. Nein! Oh. Nicht mein Hunting Instinct! Den hätte ich gebraucht. Mist. Das ist nicht gut. Ja. Aktiviere Magical Mallet. Ist fair, okay. Muss mal die Hand aufbessern.
Ah, der Storm tat echt weh, auch wenn du es jetzt nicht glaubst. Ach, warum habe ich gewartet? Ach, nein, das war so schlecht. Das war nicht gut. Face, push. So, ist das ein Pyromonster? Nein. Kein Damage. Ich weiß gar nicht, ob der Effekt so geil wäre jetzt in dem Moment für dich. Okay, warte mal. Okay, immerhin. Ich aktiviere MST und target die Background. Ja. Fossil Excavation. Okay. Gut. Dann normal beschwöre ich meinen Gilasaurus. Klar. Das ist so ärgerlich. Das hätte ich nicht so schon machen können. Ich hätte den Spezial beschwören können, dann hättest du deinen Gilasaurus-Spezial beschworen durch den Gilasaurus-Effekt und dann hätte ich mit Hunting Instinct einen Dino specialen können. Oh lol. Und das wollte ich in diesem Turn machen, aber du hast mir den weggestormt. Deswegen hätte ich das. Ja gut, ich aktiviere Megamorph auf meinen Gilasaurus. Eieiei, ja. Ich habe weniger Lebenspunkte als du, das heißt, er ist auf 2,8. Attack. Genau. Ja. Nice. Ich bin im Spiel. Dann spiele ich nur einen Hotshotten. Ja, das ist korrekt. Und dann. Ach Gott, das sind so diese Karten in diesem Deck. Und dann hast du. Ja, das ist einfach. Ach, Digga. Da ist Müll drin, ne? Wahnsinn. Ja. Ich würde sagen. Boah, ist. Alles aber klar. Wir aktivieren nochmal Magic Mal. Ist fair. Ich will irgendwas Gutes ziehen. Shuffle. Ziehen wir zwei Karten. Ja. Was machen wir jetzt damit? Ist die Frage. Fragt man sich mit fast jeder Karte im Deck. Ja, was mache ich jetzt damit? Ja, gar nichts. Ist die Antwort. Einfach passen. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt angreife. Warte mal, kann ich rechnen? Dann bist du auf. Ne, wenn ich jetzt angreife, hast du weniger Lebenspunkte als ich und das heißt, mein Gitarrosaurus wird schwächer. Will ich dann überhaupt angreifen, ist hier die große Frage. Das ist die Frage. Ich glaube, die Antwort lautet nein. Ich setze Monster und du darfst. Oh mein Gott, ey. Dann habe ich nichts mehr, wenn der auf 700 ist. Der Gilasaurus. Pass einfach, okay. Ja. Okay. Ich könnte den holen, ich könnte den holen. Ja, gut. Ich denke, das ist ja relativ obvious, was meines sind. Okay. Ich flipbeschwöre meinen Baby-Cerasaurus. Oh, okay. Ich habe übrigens das erste Mal dran gedacht, dass ich mir Höhlen für das Match zulege, die zum Deck passen. Wollte ich eigentlich schon bei allen Folgen davor machen, hab's immer wieder vergessen. Dann greife ich mit dem Gilasaurus direkt an. Ja, ist okay. 2800. Dann greife ich mit dem Baby-Cerasaurus direkt an. 500. Dann gehe ich in meine Manifest 2, dann opfere ich meinen Baby-Cerasaurus, meinen Gilasaurus und beschwöre die Signature-Karte dieses Decks. Da muss ich husten. Den Super-Kontaktor-Tyranno. Oh mein Gott. Ah, endlich mal wieder die Signature-Karte des Structure-Decks beschworen. Das ist selten passiert in den letzten Folgen. fühlt sich immer wieder gut an. Und dann hast du. Okay. Ja. Bin auf jeden Fall in ganz gefährlichem Territorium. Legen wir eine Stat. Die Karten sind echt unbrauchbar, ne? Ja. Was habe ich hier denn? Okay, dann beschwöre ich den Black Ptera. Ja. Ich würde gerne meine Battlefields angehen und für 3300 direkt angreifen. Okay. Dann aktiviere ich Magical Arm Shield.
Du kontrollierst kein Monster, deswegen darfst du sie leider nicht aktivieren. Ah, ich muss ein Monster dafür kontrollieren. Ja, eine ganz dumme Aktivierungsbedingung, die Karte. Gegner muss zwei Monster haben und du eins. Das passiert einfach nie. Ja, dann, Dann kann ich... Und dann greife ich mit dem Black Petera für Game an. Ah, Game 1. Ah, ja, ja, es ist irgendwie... Hätte ich den Megamorph nicht gezogen, hättest du mich einfach mit dem Sebasaurus getötet. Ja, ich glaube, so stumpf wird das halt. Es ist halt... Ich hätte noch, ja, ohne Monster, ist aber schwer. Warte mal, wie funktioniert Megamorph? Ja, bringt ja wenig. Naja, das ist echt schlecht. Was waren deine Face-Downs außer der Armshield? Ja, ich habe nichts gespecialt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in Game 2, ne? Ja. Wenn du einmal Defeat admitten würdest, wäre das sehr cool. Ja, genau. Und dann... Genau, und dann können wir hier ein Rematch anbieten. Ja, was sagst du zu dem ersten Game? War nicht sehr spektakulär, leider, ne? Nee, leider nicht, aber... Du kannst das Rematch annehmen, was ich dir angeboten habe. Unten links. Accept Rematch, ja. Ganz genau, perfekt. Ja, Zeiten will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Würde mich auch wundern, wenn du es könntest. Ja, also ich muss sagen, ich habe eben auch nochmal auf die Decklist geguckt, da sind echt keine guten Staples drin. Und das macht, glaube ich, das Match gerade für ihn aus. Aber mal gucken, vielleicht haben wir ja noch richtig coole Matches. Sowas habe ich ja alles. So, dann wollen wir mal. Die Karten sind echt nicht gut. Muss ich wirklich mal sagen. Ah, beschwören wir mal Oxygenon. 1,8er Beatstick. Und machst du mal die guten Beatsticks, ja? Ja. Die guten Beatsticks, die habe ich. Okay. Oh Gott, ist das ein. Ist das grausam? Wer hat sich gedacht, das ist eine gute Idee? Ja, manchmal fragt man sich wirklich, was sie sich gedacht haben, ne, wenn man sich so ein Structure-Deck anguckt. Also die anderen Structures waren halt voll okay von den spielbaren Karten. Werdet ihr ja auch wissen, wenn ihr die Folgen geguckt habt, aber das geht ja gar nicht hier. Ich setz mal 4 und mach mal. Ich würde sagen, wir gehen mal komplett all out. Oh, das hört sich nicht gut an. Oh, der Kabasolz! Overlay into Lagia, tu's! Das wäre nice. Das ist ziemlich cool, ja. Noch ein weiteres Set. Ja. Familie anfällig für Heavy. Und Battleface. Dann kriege ich 1,8. Dann kriege ich 1,7. der Top-Deck! Der Top-Deck! Lightning Vortex! Ein gutes Staple! Ja. Also, eine gute Staple, das stimmt. Oh, das war gerade echt nice. Okay. Ja, dann normal beschwöre ich meinen Gilasaurus. Keine Spezialbeschwörung. Nein, keine Spezialbeschwörung. Ich möchte nicht, dass du dir ein Monster aus dem Friedhof specialst, sondern dass du. Ja gut, dann. Nochmal beschwöre ich. Nein! Nein, das ist nicht gut. Ja, das ist eigentlich nicht okay, aber. Als du. Oh, der könnte nochmal angreifen, ne? Oh, das ist richtig mies. Bleiben wir mal an. Möchte ich gerne deine Attack negaten. Und hoffen, dass ich was nachziehe. Und dann. Ja. Ja, dann möchte ich gerne meine Malfunction chain. Ach du Scheiße. Okay. Die muss ich trotzdem die Kosten zahlen, ja, ne? Du zahlst ja keine Kosten. Also ja, klar, Kosten sind Kosten, die zahlen wir beide. Und deine Malfunction wird jetzt wieder gesetzt, wenn ich die ja quasi negiere. Ja.
Und der Angriff ist negiert. Was für eine schlechte Karte. Und trotzdem kommt sie gerade zum Tragen. Schön. Cool. Okay, jetzt muss ich was nachziehen. Ist das was nachgezogen? Nein, das ist nicht. Oh Gott, was sind da für Karten drin? ich meine, ich setze meine Mirror Force und gebe ab. Ah ja. Deine Mirror Force. Meine Mirror Force. Oh Gott, das ist ja grausig. Das ist ja wirklich grausig. Aber die Malfunction-Kette war schon witzig. Das stimmt. Das war, glaube ich, die wildeste Kette, die wir haben. Ja, gehen wir in die Battleface. Versuchen wir nochmal dasselbe, was wir letztens Zug versucht haben. Ich hätte den in den Death drehen sollen. Hätte mir 200 Schaden erspart. Mal gucken, ob ich dafür noch gepunished werde. Ja, ist okay. So, dann aktiviert der Effekt. Ja, das ist komplett richtig. Wo ist denn mein zweiter Hydrogeddon? Wenigstens ist der zweimal im Deck. Ja, immerhin. Und ich kann auch direkt angreifen. 6. Ja, jetzt sieht schon ganz schön dünn aus. Eieiei. Ja. Top Deck! Nein! Dann darfst du. Dann darf ich. Ja. Eieieiei. Ja, machen wir mal eine Tributbeschwörung, ne? Oha, jetzt ist wild. Oh, nochmal! Noch ein Boss Monster. Ja, okay. Kann ich erstmal so. Dann aktiviere ich Survival Instinct. Ich banische einen Gidasaurus, um 400 Lebenspunkte zu kriegen. Ist das in Ordnung? Nee. Nein! Ich habe noch die Malfunction. Ja, dann ist das hier Game 2. Ich hatte noch einen Tailswipe. Das ist eine großartige Karte. Dann hatte ich noch einen Goblin Out of the Frying Pan. Ja, richtig. Und dann den Tyrannen. Ich habe auch noch einen Gate Attack, Hunting Instinct. Eieiei. Der die habe ich auch noch. Und die hier. Das sind auch. Also wirklich, ich verspreche dir, die anderen Structure Decks sind nicht so schlecht. Wirklich. Also. Das sind ja Karten. Alter, aber das Schlechteste ausgesehen. Ich glaube wirklich. Also, da ist ja keine einzige gute Staple drin. Also, jeder einzelne Spell und Trap ist ja einfach Mist. Ja, gut, dann darfst du gerne das Rematch annehmen und dann gehen wir in Game 3, wo es eh nicht spektakulär wird. ja. 1-1. Du kannst eine der wenigen Personen sein, die mich in meinem Projekt schlagen. Das haben noch nicht viele geschafft. So viel kann ich verraten. Ich zieh mal in eine sechste Karte. Okay. Okay, das sieht schon gar nicht mal so bad aus. Was ist das hier? What? Die Karte ist ja mal richtig wild. Okay. Ich setze mal eine Karte face down. Setze ein Monster und dann darfst du. Oh Mann, ja. Ich weiß genau, welche Karte da liegt. Das ist eine der merkwürdigsten Yu-Gi-Oh!-Karten, die ich je gesehen habe, die da liegt. So viel kann ich verraten. Warum? Pack doch einfach zwei Fallgruben in das Deck oder einen Spalt oder so, aber doch nicht den Müll hier. Kann man nicht so ein bisschen was. Also, es liegt eine Karte in Death, ne? Kommt die Karte wahrscheinlich am besten. Nein, du kannst mit trampeln, ja, ist okay. Set 2. Ah, oh, dann krieg ich 1000 Schaden. Oh lol. Der Black Stego liegt da. Ah, der wär cool gewesen, der wäre cool gewesen. Ja, dann war's das auch in meinem Zug. Okay. Okay. Ich normal beschwöre meinen Hydrogeddon. Ja, ist okay.
Hast du den Negate Attack oder geht er durch? Er geht durch. Oh, das ist strong. Jo, dann aktiviere ich hier den Effekt für den zweiten Hydrogeddon und greife für 1,6 direkt an. Ja. Okay, dann automatisch 2 1,6 Weedsticks. Das wird schwer, glaube ich. Ah, ich habe gerade einen Out gezogen. Nein! Das wollte ich nicht hören. Das ist der 1,7er Beatstick. Nein! Okay, ja. Kann man so. Was? Ich lese gerade eine kleine Klammer in der Karte. Seht ihr das auf der Aufnahme? Ich hoffe, ihr müsstet das auf der Aufnahme gesehen haben. Die ich set habe, die diese Karte einfach so viel schlechter macht. Oh mein Gott! Muss ich dir gleich mal zeigen. Sonst wäre die Karte sogar. Ja, meine Sets. Sonst wäre die Karte sogar nützlich gewesen, aber so ist die ja komplett useless. Einfach komplett. Ja, ist in Ordnung. Okay. Ach, gute Karte. So, dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Combo, ne? Ich aktiviere Big Evolution Pill. Biete Hydrogen als Tribut an, um die Karte zu aktivieren. Ist das in Ordnung? Ja. Okay. Jetzt kann ich Level 5 oder höher Dinos ohne beschwören, ohne ein Tributmonster anzubieten. Ja, genau. Deswegen würde ich sagen, normal beschwören. Superconductor Tyranno! Ja. Er ist wieder da. Okay, und dann greife ich mal deinen Kabasolz an. Ja, du hast schon gesagt. Ja, das geht durch. Die Karte wird wichtig und das ist sie auch. Die ist ja richtig gut in dem Deck. Ja. weil das Mirror Mesh ja keine Beatsticks outen kann. Dann denkt sich Dueling Book jetzt, dass es Bock hat zu laggen. Dann darfst du. Ach so, ja. Ist doch weird, ein normales Spell, die quasi auf dem Feld liegen bleibt. Warum das nicht einfach eine Continuous Spell ist? Na, ein Vortex. Ja, das habe ich mir auch gefragt, als ich gerade gelesen habe. Kosten. Ich kann meine Karte aktivieren. Oh mein Gott. Ich aktiviere. Also auf den Resolve, das heißt, die geht jetzt auf den Friedhof, dann kann ich auf den Resolve. Seismic Shockwave! Du hast einen offenen Dino von mir. Außerhalb des Damage-Steps zerstört. Jetzt kann ich 3 ZF-Zonen von dir wählen, die du nicht mehr benutzen kannst. Oh mein Gott. Und die Karte jagt sich... Wann jagt sich die Karte hoch? Nach meiner dritten Standby-Phase jagt sich die Karte selbst hoch. Und dann darf ich mir einen Dino aus meinem Friedhof auf die Hand holen. Für 500 Lebens. Ja, genau. Okay. Und... Was die Karte so. Ich dachte halt, ich kann die Karte aktivieren, wenn du einfach Monster von mir überrennst. Aber das geht nicht mal, weil da steht Accept during the Damage Step. Ja, gut, jetzt kannst du keine Zauber- und Fallkarten mehr aktivieren. Außer deine beiden. Das ist schon ganz schön Kombo, ne? Passt, ne, wenn ich nicht eine Malfunction hätte. Nein! Ich krieg die noch nie wieder aktiviert, Ali. Warum guck mir das an? Vielleicht ja doch. Oh, nicht to hand. Weil, das ist ja richtig missgemein. Ich hab mich so gefreut. Und der Hydrogeddon, ja, okay. Ich hab mich so gefreut und jetzt alles zunichte gemacht. Ich dir nicht. Ich merk das schon. So, erstes Endphase von dir ist vorbei. Gut. Dann... Normal beschwöre ich Saberstorm. Oh, bitte ein. Eieiei. Ich habe alle Beatsticks heute. Alle. Dann greife ich deinen Hydrogeddon an. Merke ich, ja. Kriege ich 300 Schaden. Ja. Wir kommen wieder an die Maschine. Nein. Das Deck ist so leicht zu spielen, vergesse ich eine Karte zu setzen. Ich hoffe, du punishst mich dafür. Ich wünschte, ich könnte dich punishen dafür, aber. Okay. Nicht. Zweite Endphase. Ja, wow, das ist eine super useful Karte. Dann normal beschwöre ich meinen Ultimate Tyranno.
Boah. Ja. Leider kann jetzt nur der Tyranno angreifen, deswegen habe ich kein Game. Und dann greife ich mit dem Tyranno direkt an. Ja, 3000 Schaden. Du hast Schaden durch einen direkten Angriff genommen, aktiviere ich. Seebex Blessing! Oh mein Gott. Ah, nicht 30.000, ups. Das ist ein bisschen viel. 30.000 ist ein bisschen viel, ja. Aber ich bin, aber 3.000 sind auch schon genug. Dann setze ich was und, ja, was willst du machen? Ich habe einen starken Dino, ich habe über 8.000 Lebenspunkte. Das ist keine Chance. Mein Lightning Bolt ist schon raus. Stimmt. Ja, okay. Perfekt. Ja, die Pille jagt sich selbst hoch. Dann ziehe ich. Oh, und aktiviere den getopdeckten Heavy Store. Ja. Würde ich halt Survival Instinct noch checken. Okay. Du hast vier Dinos im Friedhof, okay? Zwei. Das sind 1600 Lebenspunkte, das ist fast gut. Also habe ich 2400, okay. Ja, genau, 2400. Okay. Ja, cool. Während meine Seismic-Shockwave, meine Gate-Attack. Hättest du sie aktivieren können, hätte ich Storm gleich nochmal aktiviert. Ja, super. Battleface, Ultimate Tyranno, greif ein Game an. Und das ist Game. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass hier der bessere Spieler gewonnen hat, sondern auch immer der gewonnen, der die Beatsticks gezogen hat und die beschwören konnte. Ja, das die gute hypnotische Kontrolle, die super viel macht, die einfach richtig gut ist. Richtig gut, ja. So eine gute Karte. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder ins Deck Profile, dann können wir ein kleines Fazit ziehen. Ja, Ali, erst einmal die allerwichtigste Frage, hat es dir denn ein bisschen Spaß gemacht? Ja, doch, war cool. Mal wieder alte Dino-Karten auszupacken, die man halt nicht, ne, heutzutage mehr sieht. Und ja, ich muss mich echt bei dir entschuldigen. Also, du hast bis jetzt wirklich das schrecklichste Structure. Immerhin, du hast es mir ausgesucht. Aber, ja, genau, ich hab's mir ja ausgesucht. Also, wirklich, wenn man sich die Karten anguckt, da ist ja keine gute Karte drin. Also, die Evolutionspille ist ganz nice. Du hast Blitzeinschlag und. Ich meine, Storm ist in der Theorie gut. In der Praxis aber auch nicht, weil du hast keine guten Karten, die du stormen willst. Ja. Genau. Und, ja, Volcanic Eruption, Volcanic Eruption ist ja sick, sehe ich gerade. Ja, die habe ich aber nicht einmal gezogen, also. Ja, also ich meine, du musst, das ist ein One-Off, Jurassic World ist auch ein One-Off, du musst sie erstmal beide haben, aber wenn ist sie strong? du sagst, du hast dir Spaß gemacht, was sagst du denn jetzt so über das Deck nach unserem Match? Also als ich davon gehört habe und ein bisschen es einfach so in einem Blick so angeguckt habe, fand ich es auf jeden Fall cool, aber in der Praxis war es ja doch ein bisschen simpel gehalten, sag ich mal. Das Ding ist, wir haben das beste Monster im Deck beide nicht gezogen, das ist der Hyper Hammerhead. Oh, das wäre cool gewesen, mein Banish da, diese eine Karte, die ich da gerade benutzt habe. Survival Instinct, Alter. Ja. Und sonst wie kriegst du. Sonst kannst du gar nicht mehr so viel banishen, glaube ich, oder? Nee, das ist die einzige Karte, die irgendwas banisht. Also ich meinte jetzt nicht den Tyranno Infinity. Also den gibt's ja auch. Achso, den Hyper. Achso, den ja. Hyper Hammerhead, weil der einfach. Der kann halt Monster entsorgen. Ja, stimmt. Das ist ja ein gutes Out gewesen, auch den Tyranno. Ja. Ist einfach eine solide Karte, das Ding. Aber, ja. Hat keiner von uns gezogen. Ich würde sagen, so viel mehr. Also das Positivste, glaube ich, an dem Match ist, dass wir dreimal den Tyranno auf dem Feld hatten, die Signature-Karte. Das ist cool. Ja, dann würde ich sagen, brauchen wir gar nicht mehr so viel über das Deck sagen. Hast du denn Lust, bei einer weiteren Structure-Deck-Folge noch einmal mit dabei zu sein, Ali? Ja, klar, würde ich gerne natürlich machen. Also, ja, das, du hast jetzt. Das sind jetzt alles Structures von DM oder wie genau ist das denn aufgebaut? Ich habe tatsächlich geplant, jedes einzelne Structure Deck zu machen in dieser Serie im Laufe der Zeit. Ja, das heißt, cool. Auf jeden Fall will ich gerne beim Zwillingsdeck wieder dabei. Ja. Spätestens. Okay, und ich würde sagen, das Lightfall Structure bietet sich für dich ja auch an, ne?
Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht, wann das kommt, aber... Dauert noch sehr, sehr lange, aber du hast ja das, glaube ich, auch gekauft und darauf dann ein Deck gebaut. Also dann bist du auf jeden Fall dafür prädestiniert, würde ich sagen. Ja, also, das hört sich auch cool an. Oder ich kann dich auch fürs Monarch Structure einladen. Ja, oder Morphthrough Structure, Alter. Ja, wenn das kommt. Leider nicht gibt. Wenn das kommt. Bestimmt. Irgendwann kommt Morphthrough Support. Okay, Ali, ich würde sagen, dir gehören die letzten Worte dieser Folge. Gibt es irgendeinen Social Media Kanal, wo man dich findet, den du gerne promoten möchtest? Ich glaube, im Moment, mich wirklich findet, ist gerade, ich glaube, auf Simons Kanal. Okay, ja, dann schaut Simons Kanal, kannst du gerne machen. Genau, da bin ich, glaube ich, am aktivsten zu finden. Ja, wie heißt der Kanal und in welchem Raum findet man dich da? Es ist halt YouTube, IG, Unterschied Luca, glaube ich. Müsste passen, ja. Ja, sonst ist es wahrscheinlich nochmal unten richtig verlinkt. Ist verlinkt, genau. Ja, und wir machen da gerade eine Progression Series, auch mit Philipp. Oh, und auch andere Formate, da wo ich immer ab und zu wieder dabei bin. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall da auch mal reinzugucken. Genau, also zum Stand dieser, wenn das Video online kommt, dann ist unsere Progression Series gerade pausiert, aber wir haben dann, weiß ich nicht, ich glaube 7 oder 26 Folgen sind online, die ihr euch reinziehen könnt, wo wo Simon, Emre, die waren auch beide schon dabei, und Ali zusammen mit mir durch die ganzen Sets gehen und wir quasi eine Progression Series spielen. Also kann man sich irgendwie vorstellen. Ja, wir haben schon bis GX alle Hauptsets aufgenommen. Alle Folgen sollten dann online sein zu dem Zeitpunkt. Und ist auf jeden Fall viel Content, was man sich da geben kann. Habt ihr ein bisschen was zum Schauen, falls ihr mehr von Ali oder auch von mir sehen wollt. Okay, Ali, ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich fürs Dabeisein. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich liebe dieses Projekt. Das ist ein großes Herzensprojekt. Ein Problem, ich gerne. Alles klar. Und dann würde ich sagen, auch an euch, an jeden, der jetzt noch dabei ist. Ich weiß, keine Ahnung, gar kein Gefühl dafür, wie viele Leute dieses Projekt gucken. Also es ist jetzt die 9. Folge, die ich aufnehme. Ich habe noch keine Folge hochgeladen. So viel nehme ich im Vorrat auf. Aber wenn jetzt hier eine Person sitzt, sich das angeguckt hat und Spaß dran hatte, dann hat es seinen Zweck komplett erfüllt. Also vielen, vielen Dank an diese eine Person, die jetzt noch dabei ist. Und wir sehen uns dann hoffentlich auf Simons Kanal oder auf meinem Kanal oder in einer neuen Structure Deck Folge. Und danke nochmal an Ali fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye.